Hi Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie man solch einen Rainbow Bloom Farb Explosion Ring machen kann. Dafür benötigt ihr euren Rainbow Bloom, den Hook oder Haken, einen C-Grip oder Verschluss und fünfzehn weiße Gummibänder, ein gelbes Gummiband, ein orangenes Gummiband, ein rotes Gummiband, pinkes Gummiband, ein lilanes Gummiband, ein hellblaues und ein dunkelblaues Gummiband und noch ein grünes. Bevor ihr mit dem Spannen der Gummibänder beginnt, müsst ihr darauf achten, dass der rote Pfeil von euch wegschaut und dass alle Stifte des Lumens in einer Reihe sind. Also wer das noch nicht so umgesteckt hat, muss einfach die mittlere Reihe rausnehmen, die so wie bei denen reintun. Ich zeige erst an einen anderen Lumen. So war der vorherige und so müsst ihr den anderen umstecken. Wenn ihr das dann gemacht habt, fangen wir jetzt an mit dem Bespannen der Gummibänder. Als erstes nehmt ihr ein weißes Gummiband und spannt es vom roten Pfeil, ersten Stift in der mittleren Reihe, bis zum zweiten Stift in der mittleren Reihe. So. Dann vom zweiten bis zum dritten Stift. Vom dritten bis zum vierten Stift. So. Jetzt nehmen wir wieder ein weißes und spannen das von dort nach dort. Also vom vierten Stift in der mittleren Reihe bis zum vierten Stift in der rechten linken Reihe. Sind einfach so rüber. Dann spannen wir das nächste Gummiband von dort nach dort. Von dort nach dort. Und wieder ein weißes. Von dort nach dort. So sollte das Ganze dann aussehen. Dann gehen wir wieder zurück hier, wo wir schon mal ein Square rüber gespannt haben. Jetzt tun wir wieder ein Square rüber spannen, und zwar von dort nach dort. Von dort nach dort. Von dort nach dort. Und von dort nach dort. So sollte das dann aussehen. Jetzt nehmen wir unser farbiges Gummiband, also das Orange, und spannen es von dort, von diesem Stift bis zu dem mittleren, also vom vierten Stift in der linken Reihe bis zum fünften Stift in der mittleren Reihe. So. Dann nehmen wir wieder ein farbiges, das rote. Ich spanne es von dort nach dort. Dann wieder ein farbiges, schieben das alles ein bisschen runter, dass es mehr Platz hat für die nächsten Gummibänder. Ist bei mir pink. Von dort nach dort. So. Dann wieder ein farbiges, das ist lila, von dort nach dort. So. Denn jetzt nehme ich das dunkelblaue Gummiband und spanne es von diesem Stift bis nach diesem. Das
Zellbauer-Gummiband von diesem bis nach diesem Stift. Alles ein bisschen runterschieben. Jetzt haben wir noch ein Gummiband übrig. Und spannen das von dort bis nach dort. Dann nehmen wir noch ein letztes Gummiband. Das ist bei mir das Gelbe. Und spannen es von diesem Stift bis nach diesem Stift. So sollte das alles aussehen. Jetzt nehmen wir ein weißes Gummiband. Ich tue ihn nur mal kurz zur Seite. Geben es auf die Finger. Machen es zu einer 8. Geben es wieder zurück auf die Finger. Hol ich wieder den Lumen. Und jetzt gebe ich es auf diesen Stift, also den mittleren, wo ich alle drauf gespannt habe, runterschieben. Und dann. Ups. Einfach drauf spannen. So. Jetzt. Spanne ich noch einmal ein paar weiße von dort bis nach dort. Und von dort bis nach dort. Und jetzt wieder. Ich gebe es auf den Finger, mache es zu einer 8. Gebe es wieder zurück auf den Finger. Und das schiebe ich dann auf diesen Stift. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt drehe ich den Loom um. Dann lume ich dieses Gummiband von dort nach dort. Ich gehe erstmal hier rein in alle, fasse an diesem blauen an und lume dies dann nach vorn. Das ist weggeflutscht. So sollte das jetzt erstmal aussehen. Dann hole ich mir dieses Gummiband, also das ist das Grüne, das hier, fahre hinein. Das geht ab und zu mal ein bisschen schwierig, weil ein paar Gummibänder drin hängen. Und wenn jetzt sowas da nicht hinkriegt, wie ich gerade, dann schiebt ihr hier alles zur Seite, greift an den grünen Gummiband ran. Wartet, wir werden uns dann wiedersehen, wenn ich das grüne Gummiband geholt habe. Jetzt spannt ihr dieses von dort nach dort. So sieht das jetzt aus, wenn ich das grüne drüber gezogen habe. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Anfang und hole mir dieses Gummiband von der Seite und lume es. Von diesem bis nach diesem Stift. Ihr müsst bei den ganzen Blumen nicht setzen. So, jetzt hole ich mir dieses. Blumen ist von dort nach dort. Dann dieses und Blume ist von dort nach dort. Dann dieses, das rote, Blume ist von dort nach dort. Und dieses von dort nach dort. Jetzt haben wir hier noch eins übrig, das Gelbe. Bei mir ist das leider ein bisschen verfitzt, deswegen sieht das jetzt so komisch. Und dann müsst ihr das Gelbe normalerweise dann von dort nach dort lumen.
Da es hier gerade nicht so ist, kann ich euch es nicht zeigen. Von dort nach dort. So. Jetzt müssen wir noch den Rand loomen. Ich fange mit denen an. Gehe in alle rein. Hole mir dieses und loome das von dort nach dort. Dann gehe ich hier wieder rein und loome dieses Gummiband von dort nach dort. So sollte das dann aussehen. Und dann loome ich dieses Gummiband von dort nach dort, gehe hier rein, hol mir das. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Anfang, dort bei den Lilan, da haben wir noch diese Reihe. Gehe ich wieder hinein und loome dieses von dort nach dort. Dann loome ich dieses von dort nach dort. Gehe wieder hinein. Und dann loome ich dieses von dort nach dort. Und dann dieses von dort nach dort. So sieht das dann aus, wenn ihr alles gut verloomt habt. Dann müssen wir jetzt noch diese Gummibänder loomen. Ich loome jetzt dieses. Ich gehe hinein, hole mir das. Und loome es drüber. Das. Und so ist jetzt alles fertig. Ich zeige gleich nochmal, wie es aussieht. Fertig geloomt. Gehen wir wieder zurück. Nehmen unseren Z-Grip und stecken den hier dem letzten Gummiband rein. Ich helfe mit dem Stift ein bisschen. Ziehe ein bisschen und stecke dann alles hinein. Jetzt können wir alles vom Loom abziehen. Wenn ihr wieder Angst habt, es geht schwer und ihr denkt, die Gummibänder reißen, helft einfach mit dem Haken nach. So, denn irgendwann geht es auch ohne. So sieht euer kleiner Ring dann aus. Dann müsst ihr nur noch verschließen. Dort, wo ihr keinen Siegtipp dran habt, das ist hier, sucht ihr euch die zwei Ringe, die fest sind, und verbindet sie dann mit dem Siegtipp. Und fertig ist euer Farbexplosion Rainbow Loom Ring. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Und wenn es das Video euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach unten. Ich hoffe, dass ihr alle einen Daumen nach oben gebt.